träumen Sie nicht mal davon. Sie wird Ihnen den Verstand rauben. Ich hatte die dumme Idee, Sie mitzubringen. Seit wir hier sind, tut sie so, als würde es mich nicht geben. Außer ihr gibt es niemanden. Verraten Sie mir Ihren Namen. Jean-Paul, wenn es Ihnen gefällt. Antoinette. Sie sehen aus wie eine Antoinette. Die Antoinette sind stets am besten gekleidet, wohl wahr? Und sie tanzen stets wie Göttinnen, um ihre Traurigkeit zu vergessen. Ist doch so, derselbe Name, von der Geburt bis zum Tod. Sowas schlägt einem aufs Gemüt. Nennen Sie mich, wie Sie wollen. Ich habe ein Ölgemälde, auf dem ein hübscher preußischer Kavalier gezeigt wird, und Sie haben genau die gleiche Frisur wie er. Ich habe die ganze Welt bereist und ich versichere Ihnen, niemand frisiert sich mehr so wie Sie. Wie schaffen Sie es, dass man Ihnen die Haare so schneidet, obwohl es Preußen nicht mehr gibt? Meine Haare wachsen nicht. Nein? Das war schon immer so. Ich kam vor Jahrhunderten mit dieser Frisur auf die Welt. Nein, ich meine es ernst. Sie sind das Ebenbild des Kavaliers, in den ich seit meiner Kindheit verliebt bin. Ich liebe es, den Himmel anzusehen und dabei dem Meer zu lauschen. Ich fühle mich dann, als wäre ich überall gleichzeitig. Das sind Sie, Olga. Das sind Sie. Hat Herr Lunke seinen Vogel vergessen? Solchen Tieren sollte man aus dem Weg gehen. Möchten Sie ein Croissant? Kaffee? Sie haben noch nichts gegessen. Ich werde bestimmt nichts essen, wenn mir dieses Vieh dabei zusieht. Verscheuchen Sie es, Georges. Herr Lunke hätte es mitnehmen sollen. Aber wieso, Mama? Das ist Mademoiselle Redondanz, kein Vieh. Ach ja? Na, der Name passt ja perfekt zu ihr. Georges, worauf warten Sie noch? Ist es zu viel verlangt, etwas für mich zu tun? Bitte. Dann bringe ich Mademoiselle eben ins Haus. Dort wird sie nicht stören. Und warum bringen wir sie nicht gleich nach Paris zurück? Ich finde, sie benehmen sich ziemlich merkwürdig. Aber Olga, ich versichere Ihnen, das Tier ist völlig ungefährlich. Sie werden Ihre Angst genauso schnell verlieren, wie sie gekommen ist. Was fällt Ihnen ein, so mit mir zu reden? Das ist widerwärtig. Hören Sie auf! Aber verstehen Sie denn überhaupt nicht? Sie hasst mich, sehen Sie doch! Seit wir hier sind, macht sie sich über mich lustig und beobachtet mich mit diesen kleinen, gemeinen Augen. Sie sagt mir schreckliche Dinge, dass hier für mich kein Platz ist. Sie sagt, ich bin unfähig und das alles sagt sie hier vor Ihnen. Und Sie tun nichts! Nein, Hände weg! In diesem Haus muss man wirklich alles selbst machen. Träumen Sie nicht mal davon. Sie wird Ihnen den Verstand rauben. Am besten heiraten wir gleich, sonst vergessen wir es noch. Ich schwöre vor Gott, Sie zu lieben und zu ehren. Jede, die Sie sein mögen. Ganz bestimmt jede. Wie geht's der Frucht unserer Liebe? Los, wir kriegen ihn! Gib zu, du bist ein Lügner! Es gibt keine Eltern, die nie ihre Post lesen. Und Partys mit 300 Leuten geben, vom Wegen. Wenn ich am Höhepunkt des Glücks bin, wechsle ich plötzlich. Ins Gegenteil, einfach so. Papa, ist Mama krank? Nicht mehr als die meisten Leute. Die Großen sind alle ein bisschen krank. Ich hätte für uns beide im Leben stehen müssen. Ich habe dich nicht genug geschützt. Wenn ich mich in sie verliebt habe, dann weil sie eben nicht versucht haben, mich zu schützen. Unsere Wurzeln, unsere Zweige, unsere Blätter, das ist sie. Wir sorgen dafür, dass der Baum wächst. Realität banal.
kahl und traurig, erfinden Sie mir eine schöne Geschichte.